Guten Morgen. Nach einer richtig angenehmen Nacht, weil es ist einfach komplett ruhig, sind wir da aufgewacht und haben dann einmal in der Früh das Paradies angeschaut sozusagen. Da sind wir gestanden, oder stehen wir, noch immer. Da ist die Schotterstraße, die geht ca. 10 Kilometer da rein. Da drüben ist der geile Sprinter. Und da durchaus ist direkt das Meer mit richtig schöner Aussicht da hinten. Wir werden jetzt reinfahren in den nächsten Ort. Und eine Drohne suchen. Schauen wir, ob wir eine kriegen. Noch ein paar Sachen einkaufen und dann vielleicht wieder einen Frühstücksspot. Nicht nur vielleicht. Wir werden einen Frühstücksspot suchen. See you later. Wir sind schon wieder irgendwo querfeld eingefahren. Und schaut euch einmal den Spot an. Es ist so schön. Das Meer ist einfach blau wie auf die Malediven oder irgendwo im Süden. Leider ist am Strand überall das Seegras, das heißt, es ist relativ blöd zum Eingehen. Aber es ist traumhaft schön und es ist komplett ruhig und mitten in der Natur. Ja, willkommen im Winter. Das ist unser Frühstücksspot. Traumhaft, es geht halt nur ein kalter Wind, darum schauen wir aus wie die ärgsten Nordpolforscher. Wir sind jetzt ganz runtergefahren nach Rheine und sind jetzt am Weg zu einer der bekanntesten Wanderungen auf die Lofoten. Das ist einfach ein Stairway to Heaven, also einfach ein Stiegenaufgang auf einen Berg. Man sieht ihn da oben. Ja. Mal schauen, wie das so ist. Aber dann hat man eine richtig schöne Aussicht über Rheine. Haben wir es geschafft. Wir haben den schönsten Aussichtspunkt auf die Lofoten erreicht, glaube ich. Der Weg ist normal komplett überlaufen und 1000 Leute sind herum. Also wir haben uns, glaube ich, die beste Zeit ausgesucht für das, dass wir da aufwandern. Ja, unser Glück. Gut. Wir werden jetzt dann wieder runtergehen. Da hinten bei dem Berg, haben wir circa geschlafen die Nacht, was ziemlich geil war. Und da herum ist einfach so schön. Da drüben in der Ferne sieht man Norwegen und da ein paar Fjorde und die Sonne geht gerade unter, also es ist wirklich traumhaft.
als letzten Spot für den Tag haben wir uns noch gedacht, wir fahren zum bekanntesten Spot oder an der bekanntesten Spots. Und zwar den da. Ich glaube, in der Hauptsaison kriegt man da nicht einfach so einen Platz. Wir sind da komplett allein. Da unten ist ein kleiner Parkplatz. Da ist niemand. Und die Sonne scheint gerade da hinten so im Fjord durch einer. Da durchaus ist es einfach traumhaft. Wir waren auf dem Spitz da oben. Und jetzt fahren wir noch ganz runter zur Insel, dass wir das auch abgecheckt haben von unserer Listen. Und dann werden wir uns eine Dusche suchen irgendwo. Ich hoffe, ein Campingplatz macht für uns eine Ausnahme und wir zahlen ein bisschen was und können duschen gehen. Mal schauen. Jetzt haben wir noch was richtig Cooles entdeckt. Und zwar nicht so wie in Österreich, wo überall No Drone und bla 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 steht. Steht da einfach A Drone Guide. How to drown. Top 5 Rules. Genial. So gehört das. Weil dann gibt es einfach Spots, wo man Drones fliegen darf. Und fertig. Wir sind gerade in A. Buchstabiert A. Ist der letzte Ort in die Lofoten. Und wir haben da jetzt am letzten Parkplatz oben geparkt. Und gehen gerade noch weiter, Tobi. Keine Ahnung, mal schauen, ob es da unten ist. Das ist das Ende von der Insel. Nein, ist es nicht. Da geht es noch ganz durch, glaube ich. Da unten irgendwo ist das Ende. Da kann man hinwandern. Wir haben leider zu wenig Zeit dafür, aber das ist das Ende, wo man praktisch mit dem Auto hinkommt und wo man hingehen kann. So schnell einmal. Komischerweise ist da noch Camping, weiß ich auch nicht warum. Obwohl man da richtig gut Zeiten kennt. Wahrscheinlich deswegen, weil dann alle Feier machen und Müll liegen lassen und so. Leider. Ja. Wir werden jetzt dann auffahren. Wie gesagt, wir brauchen eine Dusche. Wir haben gescheit geschwitzt beim Wandern. Das war ordentlich anstrengend. Wir waren jetzt auf dem Campingplatz, die haben wir uns gegen eine kleine Gebühr duschen lassen und beziehungsweise sind dort Automaten, wo man Geld einwirft, dann kann man duschen. Dann Ski abwaschen und so ist natürlich auch okay gewesen. Ja, und jetzt frisch geduscht sind wir an unseren Spot zurückgekommen, wo wir gefrühstückt haben, weil uns da einfach voll taugt hat und voll schön ist. Jetzt kochen wir, das zeigen wir euch dann. Und schaut euch einmal an, es ist Mitternacht, es ist 12:30 gleich. Und schaut euch einmal den Himmel an. Das ist einfach nur ein Traum. Ja, jetzt kochen wir. Die Zwiebeln braten schon. Und heute werden wir. Was machen wir heute eigentlich? Eine Reispfanne. Fertig ist. Wir genießen jetzt noch das gute Essen und gehen dann schlafen. Gut, wir sehen uns morgen. Danke fürs Zuschauen. Ciao!